ich habe diese Woche, beziehungsweise ich habe heute Morgen die Sekretärin in der Neurologie angerufen. Sie ist auch super lieb, also sie hat mir auch angeboten, dass ich die Kurse mit den nächsten Seminargruppen wiederholen kann. Das Problem ist, zum Beispiel nächste Woche werden wir in dem Zeitabschnitt wieder Blockpraktikum haben und die Woche danach Augenheilkunde und danach klinische Pharmakologie. Also ich kann das nicht. Ich habe angeboten, dass ich an einem Tag einfach bei den Ärzten mitlaufen kann. So praktisch das machen, wie was wir in der Formulatur machen. Aber sie weiß auch nicht, was man mit mir machen soll. Es ist wohl noch nicht vorgekommen. Und ich habe meine gute Freundin Anna geschrieben. Ja, es war wohl noch niemand so lange wegen Covid in Quarantäne. Und sie war so, was? War noch niemand Covid-positiv? Da habe ich gesagt, ich glaube, es liegt wahrscheinlich daran, dass letztes Semester die Blockpraktika noch größtenteils online stattgefunden hat und erst dieses Semester umgestellt wurde wieder auf Präsenz. Und ja, das ist halt ein bisschen frustrierend, weil gerade die letzten paar Tage das Wetter auch so schön ist und ich bleibe aber halt natürlich zu Hause und werde diese Woche auch wieder zu Hause bleiben bei dem schönen Wetter. Es ist jetzt übrigens ein Nachmittag, ich glaube so um 14 Uhr. Ich habe übrigens auch nichts mehr im Kühlschrank. Ich hatte gehofft, dass ich irgendwie nach 5-6 Tagen negativ werde, aber bin ich nicht. Deswegen kann ich heute auch nicht einkaufen. Aber ein guter Freund von mir übernimmt das heute, zum Glück. Okay, was kann ich euch noch zeigen? Ich lese gerade das Buch, das heißt Meine ersten drei Leben von Ingeborg Rapoport. Und ich werde halt kurz die Zusammenfassung lesen. Professor Dr. Ingeborg Rapoport gehört zum Kreis der international anerkannten Kinderärzteschaft aus der DDR. Sie war eine leidenschaftliche Forscherin, akademische Lehrerin und engagierte Leiterin der Abteilung für Neugeborene an der Berliner Charité. 1938 hatte die sogenannte Halbjüdin ihre Familie in Hamburg verlassen müssen. In den USA konnte sie weiter studieren und sich ihr berufliches Rüstzeug bei weltberühmten amerikanischen Kinderärzten holen. Dort wurde sie auch Sozialistin. Sie lernte ihren späteren Mann Sam Media Rapoport kennen, als Biochemiker vom Weltrang. Auf dem Gebiet der Erforschung des Blutes wurde er in den USA mit hohen Auszeichnungen geehrt. In der McCarthy-Ära mussten die Rapoports neulich emigrieren. Beide fanden in der DDR neue Wirkungsstätten. Zeit ihres Lebens gehört sie zu jenen Wissenschaftlern, die nicht müde wurden, sich für die Verbesserung des Gesundheitswesens und die Entwicklung der medizinischen Forschung einzusetzen. Im Alter von über 80 Jahren hatte sich Ingeborg Rapoport entschlossen, ihre Erinnerung an ein langes Leben niederzuschreiben und zu veröffentlichen. Die lebendige Schilderung für fertige Beobachtungen, ihre eindeutige politische Position, ein produktiver Widerspruchsgebiet bezeugen.
etwas anderes geschenkt. Zu, ich weiß nicht, vielleicht mehr so Klamotten, die man
hier das zweite Jahr mein Aufenthaltstitel zu verlängern. Und letztes Jahr, beziehungsweise dieses Jahr mit Februar, muss ich auch mein Visum neu beantragen. Und wir haben so als chinesische Staatsbürger so eine App auf Handy, wo man praktisch alles vom Dokumenten bis zu Fotos bis zu deiner Information einfach über diese App hochladen kannst. Aber halt, die werden die Sachen erstmal lesen, halt die deine elektronische Dokumenten, ob alles stimmt, was noch fehlt, etc. Und dann muss man im letzten Schritt alle Dokumente an die chinesische Botschaft schicken. Und das habe ich auch gemacht. Das heißt, mein altes Passwort und meine Passbilder, die übrigens für 4 Bilder über 30 Euro gekostet hat, was mich schon ein bisschen aufregt, muss ich sagen. Das ist doch nur ein Stück Papier. Aber okay. Ja, jedenfalls habe ich alles per Post, per Einschreibung geschickt. Und dann, wenn man das per Einschreibung schickt, dann kann man auch online lesen, wo deine Sendung jetzt befindet. Und ich habe nach 2 Tagen geschaut, okay, es ist irgendwie in der, es ist irgendwie im logistischen Zentrum in Berlin. Und da habe ich lange gewartet, so noch eine Woche. Es stand immer noch, dass die Sache in dem logistischen Zentrum in Berlin ist. Da habe ich denen 2 nette Mails geschrieben, worauf ich 2-mal die gleiche automatische Antwort bekommen habe. Wir bearbeiten ihr Anliegen so schnell wie möglich. Ihr wisst, am Ende war das halt so, dass ich so sauer geworden bin und einfach geschrieben habe in meine Mail: Schreiben Sie mir bitte ausdrücklich, bis wann Sie meine Sachen bearbeiten, weil es geht um mein Passwort. Und mit dem neuen Passwort kann ich erst meinen Aufenthaltstitel verlängern. Und ich möchte nicht illegal hier aufhalten. Ja. Und ja, da haben die mir geschrieben: Ah, okay, wir müssen ja Sachen an das Expertenteam leiten. An das Expertenteam der Deutsche Post, wo bemerkt, und es kann bis zu 25 Arbeitstage dauern. Wo ich mir dachte, wirklich, man verschickt ja ganz wichtige Sachen per Einschreibung. Und das kann doch nicht wahr sein, dass sie 25 Arbeitstage brauchen, um sowas zu bearbeiten. Jedenfalls hat das auch super lange gedauert. Und als ich endlich meinen neuen Pass bekomme und mit dem neuen Pass ins Ausland der Behörde gegangen bin, hatte ich richtig Angst, dass sie mir dann Probleme machen, weil ich offiziell ja schon 2 Monate ohne neue Aufenthaltstitel hier wohne. Aber die Mitarbeiterin war dieses Mal super, super nett. Das muss auch mal sein. Und sie hat mir erklärt: Ja, Frau Wu, Sie haben diese Fiktionsbescheinigung bekommen. Also, wie genau Fiktionsbescheinigung juristisch definiert ist, kann ich auch nicht genau wiedergeben. Aber ich glaube, es ist einfach dieses Dokument aus Papier, was man bekommt als Ausländer hier, bevor man den gültigen elektronischen diese Karte bekommt. Und sie meinte so, dass diese Fiktionsbescheinigung verlängert sich eigentlich automatisch, solange den Aufenthaltsgrund sich nicht verändert hat. Das bedeutet, solange ich immer noch studiere, gilt zum Beispiel, sagen wir es mal so, diese Fiktionsbescheinigung bis zum Ende
ich als Student noch nicht. Und da hat sie mir erzählt, aber wenn man anfängt zu arbeiten, muss man, glaube ich, 2 Jahre in Deutschland arbeiten. Wenn man B1-Zertifikat hat, dann nur 21 Monate. Und da ist ja auch in Deutschland Abitur gemacht habe, ist das kein Problem. Würde beweisen für mich, dass ich dann nach ungefähr 2 Jahren nach dem Studium hier arbeiten müssen, um diesen unbefristeten Aufenthaltserlaubnis zu bekommen. Und ja, das war, ja, was heißt, das ist eine gute Nachricht, aber das ist gut, dass ich jetzt diese Klarheit bekomme, was ich machen muss, was ich brauche, etc. Ja, das ist soweit von mir heute, so eine kurze kleine Update. Ich habe wahrscheinlich von jetzt bis Oktober nicht so viel Zeit. Aber ich denke, so ab und zu Whispered Rambles zu machen, kann ich ja immer noch machen. Weil das sind die Videos, die am beliebtesten auf meinem Kanal. Und die brauche ich auch nicht wirklich vorzunehmen.